Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich mich mit dir zusammen dem Thema Scrapbooking nähern. Anlässlich unseres Catch the Sketch Challenge, die wir jetzt am 1.6.2019 beginnen, für 14 Tage, habe ich mich mit dem Thema Scrapbooking das allererste Mal beschäftigt und möchte dir einen ersten Eindruck geben, damit auch du zumindest mal weißt, in welche Richtung das geht und vielleicht mit meiner Anleitung schon eine kleine Scrapbook-Einheit selber machen kannst. Wir schauen uns also ein paar Minuten lang an, wie das funktioniert, was Scrapbooking eigentlich bedeutet, was das heißt, was man dazu benötigt, und dann stelle ich mit dir zusammen ein kleines Layout schon zusammen. Genau. Solltest du entdecken, dass meine Sprache nicht mit dem Video zusammenpasst, dann hast du vollkommen recht und gut aufgepasst, denn leider hat die Technik versagt und ich musste dieses Video nachsynchronisieren. Aber es soll ja keinen Abbruch tun. Ja, wir fangen einfach an. Scrapbooking ist Englisch. Scrap sind kleine Schnipsel und Stückchen, die im Scrapbooking einfach verarbeitet werden in einem Layout. Wir unterscheiden digitales und analoges Scrapbooking. Beim digitalen Scrapbooking fängst du mit einem digitalen Foto an und verarbeitest dieses digitale Foto in einem Bildbearbeitungsprogramm zu einem Layout, welches du hinterher entweder digital weiter benutzt, zum Beispiel indem du es im Netz zeigst, oder du es in einen digitalen Bilderrahmen übersendest, welches dann das Layout zeigen kann, oder du kannst ebenfalls dieses digitale Layout ausdrucken und in einen Ordner oder in eine Mappe stecken. Wir wollen uns aber dem analogen Scrapbooking widmen. Deswegen habe ich hier auch dieses schöne Bild ausgesucht. Es ist auf Norderney an der Nordsee entstanden. Und es ist zu einem Anlass entstanden, der mir sehr am Herzen liegt. Ich habe mich dort mit einer Demo-Kollegin getroffen und wir hatten wirklich einen sehr intensiven und emotionalen Abend an der Milchbar. Und ja, um diese Erinnerung wach zu halten, habe ich mich für dieses Bild entschieden. Und ja, was macht jetzt den Unterschied zu einem Fotoalbum? In einem Fotoalbum werden viele Bilder verarbeitet, die ein Erlebnis dokumentieren, zum Beispiel eine Hochzeit oder einen Urlaub, und du hast eventuell nochmal ein oder zwei Wörter mit in diesem Fotoalbum, um die wichtigsten Ereignisse zu dokumentieren. Beim Scrapbooking wird reduziert auf die besten Bilder und dann benutzt du Beiwerk, wie zum Beispiel Tickets, Eintrittskarten, kleine Texte, Anmerkungen. Du siehst, in meinem Video bin ich sogar schon tatsächlich bei der Größe. Wir benutzen ein weißes Hintergrundpapier, Cardstock in den Maßen 12 Inch mal 12 Inch oder 30,5 mal 30,5 Zentimeter. Du kannst selbstverständlich auch Designerpapier benutzen. Wenn du ein schönes findest, was einfach zum Thema passt, feel free, überhaupt kein Problem. Genau, aber nochmal zurück zum Scrapbooking. Also du benutzt die besten Bilder mit Beiwerk und der Gesamteindruck versucht die Stimmung zum Zeitpunkt der Aufnahme zu vermitteln. Durch künstlerische Techniken, durch Stilrichtungen, durch Dinge, die du aufbringst oder mitverarbeitest. Und ja, da sind wir nämlich dann bei dem Material. Ich habe hier, wie gesagt, weißes Cardstock verwendet. Natürlich kannst du DSP benutzen, Klebstoffschere, Motivstanzer, Stempel und Stempelkissen, Farben, Embellishments, also kleine Accessoires oder kleine Accessoires oder Knöpfe. Ja, was das Herz begehrt, kannst du dort
verarbeiten. Du brauchst vielleicht Material zum Binden des Scrapbooks. Ich habe mich entschieden, Klarsichthüllen zu benutzen und das Ganze dann in einen Ordner zu heften. Und ja, du könntest zum Beispiel auch Eyelids benutzen, mit denen man kleine Löcher machen kann ins Papier und dann vielleicht mit einer Kordel oder einem Faden noch eine Schleife oder einen Knoten oder du kannst Washi-Tape, Masking-Tape, Aquarellstifte, du kannst alle möglichen Dinge benutzen für dein Layout. Ich habe einen schönen Satz im Netz gefunden, den ich dir einfach mit auf den Weg geben mag, weil ich finde, der macht es aus, der sagt genau das aus, was es bedeutet. Ein Scrapbook lebt davon, unperfekt und selbstgemacht auszusehen. Es wird mit Liebe und Kreativität gestaltet und nicht mit strikten Anleitungen. Insofern kann auch ich dir keine strikte Anleitung geben, wie du zu Scrapbooken hast. Verlass dich da einfach auf dein Gefühl. Ich bin mit meinem Scrapbook ja sehr maritim und habe einfach gedacht, was passt dazu, was ist sehr schön. Und ja, habe einfach dann ein paar Dinge vorbereitet, die wir gleich einfach benutzen. Ich möchte dir noch einen kleinen Hinweis geben. Shelly von Crafts und Co. hat auch ein Scrapbooking-Video gemacht, aber allerdings nicht bei YouTube, sondern bei Facebook Live. Und du findest das, wenn du auf ihrer Seite Crafts und Co. schaust. Sie hat dieses Video gemacht am 29. April 2019 und dort hat sie live gebastelt zum Thema Scrapbooking. Dort hat sie nämlich ein Bild genommen aus ihrem Urlaub in Holland. Genau. Ja, ich habe mir jetzt hier ein Stück Designerpapier zurechtgeschnitten und habe mir ein paar Dinge aufgestempelt und ausgenudelt. Und die werden wir jetzt hier zusammen auf mein Layout stempeln oder kleben, Entschuldigung. Normalerweise würde ich jetzt auch noch mit Dimensionals arbeiten, zumindest wenn ich auf Karten arbeite. Dadurch, dass ich aber, wie gesagt, mein Layout hinterher in eine Hülle stecke, kann ich nicht mit Dimensionals arbeiten. Ja, ich suche mir jetzt einen Platz für mein Bild, denn ich möchte noch hier einen Kreis unter mein Bild stempeln. Ich habe mir hier so einen tollen Stempel rausgesucht mit einem Kompass, der soll noch unter diesem Bild sein. Darum suche ich mir jetzt gerade die perfekte Position für mein Bild und öffne jetzt mein Stempelkissen, das ist in diesem Fall Granit, und nehme ein bisschen Farbe auf und stempel einfach jetzt genauso schwupp in die Ecke. Ja. Warte einen kleinen Moment, damit das Papier eine Chance hat, die Farbe aufzunehmen und schwupp, da haben wir schon einen tollen Stempelabdruck. Ja, sieht ein bisschen einsam aus hier, aber wir legen schnell das Bild da wieder hin. Da soll's hin und dann habe ich mir noch ein paar Möwen ausgesucht, die sollen auch noch mit aufs Bild. Natürlich sind auch Möwen irgendwie maritim. Ja, und die Möwen, sind sie richtig rum? Jawohl, die kommen jetzt auch einfach noch hier so oben drüber. Oh, das gefällt mir ja schon ziemlich gut. Ja, da noch ein paar hin. So, sehr schön. Das gefällt mir gut. So, dann kann das Bild erstmal zur Seite. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte jetzt gerne noch mit Buchstaben den Ort des Geschehens betiteln und habe mir dafür jetzt marineblaue Stempelfarbe rausgesucht und werde jetzt das Wort Milchbar aufstempeln mit dem tollen Stempelset hier. Und naja, ihr wisst ja alle, wie man stempelt, sodass ich euch jetzt also im Schnelldurchlauf einfach mitnehme und das so ein bisschen vorspule und mit Musik begleite, damit ihr das nicht alles angucken müsst. Genau, also sehen wir uns, hören wir uns gleich wieder. Das Wort Milchbar haben wir fertiggestellt und ja, jetzt geht's mit unserem Layout weiter. Auch wenn ich mag das gerne, dass die Buchstaben jetzt so ein bisschen
durcheinander stehen und nicht so gerade in einer Reihe sind. Obwohl ich normalerweise tatsächlich sehr geradlinig bin, aber hier finde ich das sehr schön. So, ich habe schon Klebe in der Hand und mache mir jetzt einen Streifen Klebe auf das Foto, denn ich möchte das Foto gerne auf das DSP aufkleben, um die Gesamtbreite zu haben, um es dann hinterher an dem Kompass ausrichten zu können. Genau, ein bisschen festkleben. So, und jetzt kann ich das nämlich insgesamt mit der Breite an dem Kompass ausrichten und habe da keine Schwierigkeiten mehr, dass ich hinterher kein Platzproblem bekomme. Genau, dann können wir das hier komplett nämlich mit Tombow einwitschern. Und dann können wir das ganz gemütlich gemeinsam ausrichten. So, ja, so, hier finde ich es gut. Sehr gut. Ja, und dann habe ich ja hier noch so ein paar Dinge ausgenudelt, hatte ich ja schon erzählt. Ein paar Gedanken hatte ich mir vorher einfach ja auch schon gemacht, damit das Video nicht ganz so ausartet. Und klebe jetzt einfach hier noch so ein paar Schiffe auf. Die finde ich auch ganz niedlich und schön maritim tatsächlich. Klebe noch ein zweites direkt daneben. So. So, und dann haben wir hier noch das Steuerrad und das Seil und den Knoten. Da habe ich vorhin schon überlegt, hier oben oder mitten drauf? Unten drunter? Nee. Oben drüber. So, ist glaube ich am hübschesten. Genau. Und dann habe ich hier noch einen Anker, den könnten wir hier oder hier so. Nee. Da, so. Ja. Das. Oh, das gefällt mir gut. So. Ja. Das mache ich genauso. Genau. Also dann ja, alles mit Tombow voll schmieren, nein, nicht schmieren, das muss ja nicht irgendwelchen Zug aushalten oder so. Da reicht einfach ein ganz paar kleine Kleckse, damit es eben auch nicht an der Seite überall rausquillt. Genau, hier auch einfach nur so ein bisschen. Das muss ja nur kleben bleiben. So. Sieht immer aus, als wäre das giftig, wenn ich das so aufklebe. Ne? Da, jetzt noch das Steuerrad. Das habe ich auch ausgenudelt aus hölzernem Designerpapier. Ja, und jetzt kommt noch der Anker. So, nein, doch so. Ja, nee, so. Sehr gut. Ja. Ach. Da bin ich schon stolz. Mein erstes Layout. Ach ja. Und dann noch mit dem schönen Motiv von der Milchbar. Sehr schön. Ja, dieses Motiv habe ich jetzt für Catch the Sketch erstellt. Und wenn du Lust hast, zwischen dem 1.6. und dem 15.6.2019 ebenfalls an unserer Challenge teilzunehmen, bist du herzlich eingeladen. Schau einfach mal in der Infobox. Dort habe ich Catch the Sketch verlinkt. Ja, ich hoffe, es hat dir einen allerersten Einblick in Scrapbooking gegeben. Falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und
Ja, lass mir sonst gerne auch ein Abo da oder schreib mir einen lieben Kommentar. Bis bald. Tschüss. Thank you.